So. Inventar. Noch jetzt Rüstung. Nee, das ist Rüstungsupgrade. Ich wollte die Rüstung allgemein ändern. Details. Wie ändere ich das? Das da will ich. Das da will ich. Ich will das hier anlegen. Wie lege ich das an? Das ausrüsten. Ich kann es nicht. Ah, ich bin zu blöd. Okay, ach, nicht hier unten. Hier kann ich. Geht mir schon mal irgendwas für oder so. Keine Ahnung. Kann ich sie da verkaufen? Jedes Mal. Seien Sie gegrüßt, Spectre. Bringen Sie das Paket? Ich will einkaufen. Wir können das später besprechen. Natürlich. Verzeihung, falls. So, verkaufen wir das hier wieder. Für einen Spottpreis. Wie schön. Wollen wir noch. Seien dann, Sie gegrüßt. Wer ist der Empfänger? Bringen Sie das Paket? Ich will wissen, für wen das Paket bestimmt ist. Der Kunde zieht es vor, anonym zu bleiben. Okay. Oh, los, oder vergessen Sie es. Sie müssen mich verstehen, dafür bin ich noch nicht gut genug in Schleim. Na komm, verstehe. Okay, okay. Ich möchte nicht, dass Sie ärgern. Ja, das überspringen wir mal kurz. Ich möchte nämlich was kaufen eigentlich. Ich will einkaufen. Natürlich. Standardobjekte, Upgrades anzeigen. Falls diese Objekte. Person Sie belästigt. So, was haben wir hier? Sturmgewehr. Das ist wieder meine Preisklasse. Nichts, was ich will. Okay. Na, hat ein Upgrade, der hat nichts, was ich will. Okay. Könnte ich vielleicht einmal nicht die falsche Taste drücken? Sie sind der Spectre, ja? Ja. Ich suche den Typen, der mir hier eine Freigabe geben kann. Hallo? Die wollen auch wieder nicht quatschen. Niemand will mit mir quatschen, ich bin offenbar scheiße. Hoffentlich bereuen wir es nicht, Ihnen die Waffen gelassen zu haben. Ihr hattet gar keine Wahl. Ich stehe über euch. Wir fahren mit dem Fahrstuhl. Fahrstuhl. Oh, ich klang ja auch mal direkt den Nacken. Entschuldigung, ich würde Quest? Gern kurz mit Ihnen reden. Ja. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Okay, und welche sind denn das? Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit ihm? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Ja, er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Okay. Kann ich Ihnen vertrauen? Seltsame Leute, die sich in Ecken rumdrücken, haben mir schon mal eine Menge Ärger eingebracht. Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Das klingt gut. Wieso interessieren Sie sich für Binhex? Die arbeiten in der Genetikindustrie. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen.
Im Namen der Allianz. Gibt's echt viele Nebenquests heute. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Das ist illegal. Oh, meine Belohnung, ja. Was springt für mich raus? Geld natürlich. Man würde mich für diese Arbeit großzügig entlohnen. Sie somit auch. 500 Credits ist echt wenig. Das ist zu wenig. Ich werde darüber nachdenken. Lassen Sie mich wissen, wie Sie sich entschieden haben. Loquin. Ich suche diesen einen Botschafter. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Super, ich bin wieder ganz falsch, ne? Okay, hier geht's nur wieder zurück. Fahrstuhl zum Hotel. Sonderleistung natürlich. Oh, sicher. Dann gehen wir wieder zurück und suchen dann diesen Botschafter oder was das war. Abgeordneten, was auch immer. Alter, die machen hier wirklich richtigen Geschäftstalk, ist ja geil. Ich hab's halt irgendwie am Hals. So. Kein Gespräch oder Radio im Fahrstuhl diesmal? Okay, was haben wir hier? Hier hätten wir Fahrstuhl zur Syngsk IQ, Garage. Oh, hier ist ein Fahrzeug. Können wir rumfahren? Cool. Plaza. Hier ist Ziel. Hab ich den gesetzt? Ja, sieht so aus. Geschäft. Fahrstuhl zur Andockbucht. Hier ist er, Administrator. Perfekt. Das heißt, einfach nur in die andere Richtung durchraschen. Dann haben wir ihn. Hier. Ja, nach unten, aber dann haben wir ihn. Okay. Dup-di-dup-di-du, dup-di-dup-di-du. Wieso kann ich nicht wieder nicht rennen? Jetzt kann ich's. Wir gehen zu dem Administrator und lassen uns durchwinken. Wäre cool, wäre auf dem Satellitending unten auch die Wände eingezeigt, aber gut. Hi. Wie kann ich Ihnen helfen? Untersuchen? Laboranlagen, nö, die hat nichts zu sagen. Im Moment nicht, danke. In Ordnung. Wie kann ich Ihnen helfen? Hi. Tür kann nur von... Okay, sie muss öffnen. Außer ich muss eine Quest machen, mit ihm reden zu dürfen, obwohl ich hier der Chef bin, in meinen Augen. Ich möchte mit Anolees reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolees? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Gut. Hi. Na du? Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Flüchtlinge von diesem Schandfleck namens Erde zu unterhalten. Oh, ich bin ein Spectre. Ja, das machen wir vielleicht mal drauf aufmerksam. Ich bin als Spectre hier, nicht als Mensch. Vergessen Sie das nicht. Seien Sie versichert, dass mir das völlig klar ist. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Okay, ich bin auf einer Mission. Ich suche jemanden. Sie sehen mich als Bedrohung. Okay. Ich etwas zu riskant, nicht kommen. Ich führe eine Untersuchung durch. Das ist eine Sache der galaktischen Sicherheit. Ist es das nicht immer? Ich lasse nicht zu, dass Sie einen unserer Klienten belästigen. Diese Welt ist Privatbesitz. Oh, Opold bat mich zu schmuggeln. Komm, wir sind mal auf der moralisch richtigen Seite. Opold will, dass ich ein Paket durch die Sicherheit schmuggle. Ich brauche mehr, um etwas unternehmen zu können. Bringen Sie mir, was er schmuggelt, dann kann ich handeln. Okay, was springt für mich dabei raus? Was würden Sie für mich tun? Ich würde Sie entschädigen. Die genaue Summe hängt von der Schwere von Opolds Vergehen ab. Okay. Ich kümmere mich darum und melde mich später bei Ihnen. Ich weiß Ihren Bericht zu schätzen. Versuchen, Saren. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Novemia. Das ist blöd für ihn. Entwickelt Binhex für ihn neue Waffen? Das wäre angesichts seiner Interessen durchaus möglich. Was unsere Klienten in ihren Labors tun, ist ihre Sache. Mhm.
Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Okay, Frachtgut. Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen. Hauptsächlich Asari-Soldaten. Soldaten? Finden Sie das nicht seltsam? Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Ich muss die sehen. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Dann fahren wir... Ah, dafür ist das Auto da. Haben Sie Wege gesagt? Unpassierbar, sagte ich. Die Straßen sind nicht zum Reisen geeignet. Machen Sie es nicht schwerer, als es ist, Shepard. Vergessen Sie ihn, Commander. Wenn er uns nicht helfen will, suchen wir uns jemand anderen. Na dann. Teamwechsel. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Meine Buchführung ist auf Zack. Das ist nicht wirklich viel. Wenn man denkt, wie viel Kohle ich habe. Okay. Gibt es auf Gipfel 15 Probleme? Ein Schlechtwettergebiet hat den Kontakt abbrechen lassen. In einigen Tagen hat sich alles wieder normalisiert. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Ich sage, fahren wir mit dem Auto hin, ne? Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Gott, den mag ich gar nicht. Mr. Anuleis ist nicht der Einzige, der... Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Oh, Sie von der Seite. Was schlagen Sie vor? Okay, okay. Was würden Sie tun? Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Nicht in Hörweite von Mr. Anuleis. Dann gehen wir. Wir reden später weiter. In Hotelbar. Ordnung. Ich meine, wenn ich hier das Sagen habe unterhalb des Rates, warum exekutieren wir ihn nicht? Er war nicht hilfreich, er hat sich mir meiner Meinung nach widersetzt, der Aufseher hier. Das, ich würde ein Todesurteil fällen, ein Exempel statuieren, damit die in Zukunft wissen, wo sie sind. Und zwar unter mir. Aber gut. Hotel müssen wir... Fahrschutz im Hotel, perfekt. Machen wir gerade schon. Läuft. Lass mich raten, das ist dann sogar der, den wir für die eine ausspionieren sollten und der will uns nicht helfen und deswegen müssen wir ihn sogar ausspionieren. Das wäre jetzt meine logische Schlussfolgerung. Rina. So. Hi. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Lorik Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Spectre, ich. Shepard, Allianz, Navy, komm. Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synarq. Zumindest im Moment. Mr. Anuleis hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Ein interessanter Zufall. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings. Ich habe Beweise für Anuleis Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anuleis hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten sie meinen Garagenpass und einige Credits. Na komm, das klingt gut. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich... Haar in der Soße? Super. Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anuleis Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Hanshan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Ich würde mir was überlegen. Sie wurden bestochen? Wenn er sie unter der Hand bezahlt, dann sind es Söldner. Und Söldner kann ich töten.
Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert. Endlich können wir hier mal auf den Putz hauen. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Ich bin Spectre. Warum gehe ich nicht einfach hin, sag jetzt hier, du bist deines Amtes enthoben, war am Kopfschuss tot. So würde ich das machen, wenn ich wirklich direkt unter diesem Rad stehe, wie die Anfang sagten, würde ich es nicht anders tun. Okay, wir müssen jetzt zu dem sein Dings, das ist vermutlich außerhalb vom Hotel erstmal. Oh Mann. So. Aber, bevor ich hier losgehe, muss ich ganz kurz was erledigen, wir sehen uns gleich wieder.